Ja, ne? Dann wären wir jetzt soweit. Hat ja schon jemand Getränke hingestellt hier? Ja, die haben wir hier für heute. Spekulatius haben wir, wir haben Klopfer, wir haben Weihnachtsmann. Alles für die Stimmung. Was machen wir denn überhaupt? Sag doch mal. Ich dachte, ich komme hierher, esse ein bisschen was. Das ist schon ein guter Anfang. Wollen wir dann aber auch vielleicht noch über dieses Dings erwähnen, was wir jetzt machen? VC Dings. Achso. Macht der Maulwurf damit? Ja, der macht auch mit. Na gut, dann los. Na dann, wir haben jetzt aber leider erstmal sowas, wo nicht der Maulwurf dabei ist. Nicht der Maulwurf dabei. Ja, das ist jetzt eher so, sind so andere Tiere dabei. Das war nicht lustig. Okay, also wir gucken jetzt den Plot gegen TF. Ja. Womit fangen wir an? Na, wir fangen mit dem TF an. Weil die sind ja das erste in dem Bogen, hast du ja gesagt. Ja. Und deswegen fangen wir mit TF an. Haben wir vorher schon die Bogen für uns selber ausgefüllt, damit hier keiner sagen kann, ey, die machen ja alles zusammen und so. Also das finde ich nicht cool, ich habe keine Freunde. Für meinen Kopf habe ich so ein bisschen grob schon den Bogen ausgefüllt, von den Punkten her. Okay. Das hat jetzt keiner verstanden, weil du das überklopft hast. Aber das ist ja auch egal. So, und Alibi. Ja. So. Hast du den Bogen denn schon für dich ausgefüllt? Ich habe den Bogen schon für mich ausgefüllt. Ich weiß, welche Punkte kriegst. Willst du es vorher auf den Zettel schreiben oder so? Nee. Dein Handy tippen? Das könnte ich tun. Aber ich lasse es. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir drücken jetzt auf Start und geben uns erstmal böse die Runde von Trillfingers. TF! Trillfingers. So, da geht's auch schon los. Shit. Von Betten lügt mal lieber weiter, geht der Hero-Griff. Ich bin so entspannt, als ob ich auf ein Sofakissen schlafe. Welche Schwuchtel feiert schon ein rosa Oberlippenbart? Meine Farbe wie jetzt noch mit nem Damenrasierer. Anscheinend treibt ihr alle bunt, so wie ein Wagenlackierer. T-Trill gegen die Car-Wash-Girls. Wir feiern Punchline-Tracks, während ihr Hardrock hört. Aber bringt das wirklich was, wenn man bei April schreibt? Während keiner von April euch bei Facebook teilt. Ihr steht doch nicht mehr am Weg, denn der Plot wurde gepickt und die nächsten sind BVT. Von diesen Rappern wird uns locker hier rausschauen. Aber keiner, außer uns wird sich nach dem Ding was aufmachen. Keiner, von diesen Rappern wird uns locker hier rausschauen. Aber keiner, außer uns wird sich nach dem Ding was aufmachen. Ist Bescheid, ich mach deine Perle kaum. Ja, Konzerten mach ich auch was sagen. Dann wird die Popcorn-Kerne. Also Koala ist der erste, ja? Der erste war Koala, ja. Der kann am schönsten singen von ihnen allen. Okay. Vielleicht sogar ein bisschen schöner als Kali. Felix, wie fandst du Koala? Ich fand ihn echt scheiße. Okay. Das war ein bisschen umgezogen jetzt. Wie fandst du Koala? Ja. Fand ich nicht so, muss ich sagen. Ich fühle mich so entspannt, als ob ich auf dem Sofakissen schlafe. Welche Schwuchtel feiert schon rosa Oberlippenbart oder so bei dir ein, ne? Da sehe ich nicht so grün für. Ich glaube, grün sehen gibt es halt echt nicht. Ja. Man kann sagen, ist grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Sagt man öfter mal. Würde das YouTube-Kommentar-Publikum dann aber, glaube ich, nicht so ganz verstehen. Ich habe es auch nicht verstanden. Gut. Ja, also es waren so... Man hat durchaus gemerkt, der würde jetzt gerne den Plot battlen. Da waren so diese Gita, ich fand die Gita-Hero-Griffe-Line sehr schön. Auch wenn das Spielcasino-Tische Setup extrem daneben ging, fand ich die Gita-Hero-Griffe-Line sehr schön. Vielleicht die beste Line in der ganzen Runde von TF. Weil die ja so Gitarrenmenschen sind. Weil die so Gitarrenmenschen sind, ja. Das ist der Fachterm dafür, hätte ich mir sagen lassen. Gitarrenmenschen. Ja. Und sonst? Da kam einmal so ein TF gegen die Carwash Girls. T zu dem F! Gegen die Carwash Girls. Wir feiern Punchline-Tricks, während ihr Hardwalk hört. Ja, die Carwash Girls habe ich nicht verstanden.
Vielleicht, aber vielleicht muss man dafür auch mehr der Plot-Videos kennen. Vielleicht ich kenne nur Schrauben und irgendwie sowas im Park. Vielleicht versteht man die Carwash Girls Line auch nur, wenn man weiß, dass danach Hard Rock hört kommt. Vielleicht ist der einzige Sinn für dieses Wort. An dieser irgendwas Stelle. Muss ich einmal rein. Irgendwas muss ich immer rein. Irgendwas muss ich immer, das ist immer das Blöde an so Rap. Ja, aber daran sieht man dann eigentlich auch schon, dass es irgendwie ein bisschen gezweckt ist. Ich muss sagen, dass ich jetzt gerade mir erst aufgefallen ist, wie oft wir diese Runde gehört haben, dass ich hier so alle Zeilen so mitrappen konnte. Ja. Und dass es mir nur ganz kurz peinlich war. Dass mir das eigentlich tatsächlich gut ins Ohr ging. Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ich wollte eigentlich immer sagen, das nervt mich alles audiotechnisch tierisch. Aber bisher ist das alles so. Es geht halt gut ins Ohr. Kann man eigentlich gar nicht viel sagen. Es geht schon gut ins Ohr, aber ich bin auch schon ein bisschen empfänglicher dafür, weil wir schon ein bisschen was getrunken haben. Aber kaum. Ich glaube auch, dass diese einzelnen Lines zitieren, so, das glaube ich, das vergessen wir auch gleich ganz schnell wieder. Also das ja. Demnächst nicht mehr so leicht. Nee, um Gottes Willen. Also ich fand den ersten Part jetzt zwar solide, aber irgendwie auch nicht geil. Also der war halt, klar, der kann rappen, klar, der macht da irgendwie ein paar Wortspiele, Vergleiche, aber ich fand es textlich schwach. Auch wenn da super tolle Reime drin sind und vielleicht ist auch alles super durchdacht. Das ist gerade das Problem. Ich habe das Gefühl, der hat sich lange hingesetzt für den Text. Und hat immer schön in Zwei-Line-Schema gedacht, aber hat da nicht schön, also hat er keinen schönen Text draus gemacht. Da sind immer schöne Zweier-Kombinationen vielleicht draus geworden, die für irgendwelche RBA-Forum-Kiddies ganz unterhaltsam sind, aber für mich ist es irgendwie so bla, also so belanglos hoch 10. Ich finde es aber immer noch einen schöneren Text, als die Ente jetzt gleich uns präsentieren wird. Na dann wollen wir doch mal der Ente zuhören. Wollen wir jetzt ein bisschen zurückspulen? Wir machen das jetzt zum ersten Mal, dass wir hier alles selber tun. Also wir nehmen das hier gerade mit unserem eigenen ja. Billig-Equipment auf und ja. schneiden das nachher auch selber. Wir haben gemerkt, dass Ab irgendwie doch ein überflüssiger Posten war und eigentlich nur Geld das gefressen hat. Finde ich nicht okay, dass er das so sagt, aber... Ja. Ich stehe auf jeden Fall zu dem, was ich da gesagt habe. Ja, Liebe, Weihnachten... Ja, da ist ja die Ente schon. Ja, okay. Wo ist denn jetzt hier diese Scheiß-Hook? Das macht diese Super-Hook. Diese Super-Hook, sorry. Ja, die Hook haben wir ja nicht gesagt, ne? Ja, die Hook wird hey, ja nicht Hook. VCW, hallo, hallo. Die Hook fand ich scheiße, muss ich so sagen. Ha, keiner! Also, klingt ein bisschen nach Esther und Kali gemischt in Wack. Ich weiß nicht, wo du Esther gehört hast, aber... Na, so ein bisschen Singsang und dann Kali auch Singsang und dann das Ganze trashig gemacht und dann... Ich bin mir nicht sicher, dass wir auf diesen Trashig-Effekt gezielt haben. Da gibt's auch ein Plugin für, glaube ich. Ach so. Das ist schön. Mach, dass es kacke klingt. Kriegt mal Button. Na, es ist halt, ja, wem es gefällt. Ja, mir gefällt es nicht sonderlich. So. Ja, es stimmt. Geht... Aber es setzt sich halt tierisch fest. So dieses halt keiner, halt das kriege ich halt lange nicht mehr raus, glaube ich. Das ist und die bauen sich einiges auf. Das finde ich aber gerade dann nicht gut, wenn es scheiße klingt, dass ich das nicht rauskriege. Du traue dich nochmal nach Bremerhaven hier. Das sind bestimmt nette Jungs. Aber das sind bestimmt die Besten. Dieser Hook fand ich echt ein bisschen nervig. Aber gut. Schalten wir nochmal rein und jetzt Ente. Hm? Ich muss jetzt auch immer Ente sagen. Ich weiß, ich habe mir tatsächlich nicht die Mühe gemacht zu gucken, wie der richtig heißt. Der hat einen richtigen Namen. Ich denke doch. Ich dachte, der heißt Ente. Ich habe auch öfter mal Entertainment gehört, aber das wird nicht der Name sein, oder? Das war tatsächlich nicht ein blöder Witz. Ich habe wirklich das, vielleicht heißt der. Ich habe das öfter gelesen gehabt. Vielleicht heißt der ja wirklich so. Entertainment. Entertainment. Können wir jetzt bitte endlich weitermachen? Von diesen Wörtern wird uns locker hier raus. Außer uns wird sich das Ding, was aufmacht. Ich mach deine Perle klar auf Rockkonzerten, mach die Stampe heiß und dann wird ihr Pop, 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 Popcorn-Kerne. Die Kleine kann lässig knacken wie Paprika-Chips, da wird Zombie vom Affen gebissen. Pavian-Biss, ihr verschwindet wie bei Magier-Tricks. Dann ist Rosa Bazzi, dein Mund aus wie ein Vagina-Schlitz. Ich geh mit deiner Sis auf das Spiel und Kaviar-Clips. Fahr lieber weiter deine Rockmaschine, du Star-Gitarrist. Das Raubtier hat das Haupt voll am Gewitter. Ich drück deine Bob, meine Wurst in die Hand, so wie ein Hotdog-Standbesitzer. Ich dir Bock, der Hand vom Pizza. Der am Block bekannt ist, wird das wieder von irgendeinem Rapper. Von diesen Wörtern wird uns locker hier raus. Ich hab die Hand vom Pizza, der am Block bekannt ist, wird das wieder von irgendeinem Rapper der Plattform oder der
Fest in die Hand, so wie ein Hotdog-Standbesitzer. In der Wodka Hand vom Pizza, der am Block bekannt ist, wird das wieder von irgendeinem Rapper der Plattform oder der Rockerbande Fickbar. Von diesen Rappern wird uns locker hier raus. Ich persönlich stehe auf Jägermeister und Pizza. Felix, wie fandst du die Ente? Echt scheiße. Okay. Also die Ente fand Felix auch scheiße, okay, aber man versteht auch nichts bei diesen... bei dieser letzten Double Time Passage, oder? Hast du da was? Was sagt denn der da, wenn er rauskommt? Das Raubtier hat das Opfer lang gewittert. Ja, ich drück deine Braut. Hotdog-Stand-Besitzer. Und dann? Was kommt dann? Der hier er sagt. Hauptbekanntes Bitte. Kann weder von irgendeinem Rapper der Plattform gefickt werden, noch von. Ja, sie formuliert das anders, aber hier kann nicht gefickt werden. Punkt. Wenn ich jetzt hier trinken, Prost, dann ne? Prost auch. Also Prost auf diese unverständliche Fans. Ja, Ente. Der kann schön hier Vergleiche hat er drauf. Da hat er aber viele Vergleiche. Vergleiche kann der. Boah, so viele Vergleiche. Ja. Weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Würde mich jetzt nicht so richtig treffen. Glaube ich. Also ich würde mich jetzt nicht so getroffen fühlen, wenn der gegen mich einen Part in diesem Stil gebracht hätte. Nein! Ich glaube, ich würde mich hinstellen und sagen, wow, der kann Vergleiche! Stark, der Typ! Also das finde ich... Was ist dein Lieblingsvergleich? Schon der Hotdog-Stand. Der Hotdog? Ja. Oder was gibt es noch Besseres? Ich fand den Rosabart. Den Rosabart. den Osama. Dein Rosabart. Ja. Ja, ihr habt einen Rosabart und deswegen sieht euer Mund aus wie ein Vaginaschlitz. Naja. Doch. Reden wir nicht drüber. Wollen wir jetzt wirklich noch irgendwie was Zusammenfassendes zu dem Part sagen? Oder sagen wir einfach, okay, ist halt Vergleiche, ist nicht so mein Geschmack, aber wer es mag. Es ist auch tatsächlich nicht, wer es mag. Ich finde es auch zu diplomatisch zu sagen, wer es mag, kann das gerne feiern. Ich finde, das ist nicht cool. Ich finde, also, das sollte man nicht der mögen. Der Typ kann rappen eindeutig so. Das ist gar kein Thema. Aber das ist Felix ist lustig. Textlich schon wieder irgendwie mir einfach zu platt so. Ja, ich habe mich hingesetzt und nach Vergleichen und Wortspielen gesucht und dann auf einmal festgestellt, dass ich drück dir meine Wurst in die Hand wie ein Hotdog-Standbesitzer voll der super Vergleich ist. Es ist tierisch langweilig. Es ist halt extrem langweilig. Also wenn ihr euch das nächste Mal hinsetzt und einen Battletext versucht zu schreiben, dann guckt euch doch euren Gegner an und überlegt, wie kann ich seine Schwächen auf den Punkt bringen. Und nicht, wie kann ich es möglichst komplex formulieren, dass mein Gegner ein wacker Spast ist. Also das hat er ja auch nicht gemacht. Er hat ja gesagt, ich bin ein guter Spast. Ich bin ein guter Spast und gebe deiner Frau Penis. Ja, das ist aber kurz jetzt. Ich gebe deiner Mama Penis. Ja? Ey, das war mir gerade ziemlich wichtig zu sagen. Das haben wir doch alles schon mal einfacher gehabt, ja? Das kann man doch, das muss man doch jetzt nicht unbedingt kompliziert machen. Ja? Also dieses Kollege-Vergleiche-Ding, das könnt ihr alle gerne weiter in eurer RBA machen, aber ich weiß nicht, so irgendwie. Hast du gerade die RBA gedisst? Hier interessiert mich das ein Scheiß einfach. Es soll darum gehen, wer hier wen besser fickt und das schaffst du nicht mit. Ich ficke deine Freundin auf diese oder jene Art und Weise. Und guck mal, wie toll ich das gerade gesagt habe. Also es ist für mich nichts, absolut nichts. Bloß weil du keine Vergleiche schreiben kannst. Ich könnte Vergleiche schreiben, aber... Na klar, kannst du Vergleiche schreiben. Aber warum soll man das machen? Da sehe ich nicht so grün für, ganz ehrlich. Ich bringe heute nur noch Vergleiche, wenn ich dran denke, okay? Ich bin gespannt. Ich überlege schon. Ja. Also wir würden dann jetzt mal weitermachen. Ente... Guter Rapper, hat auch dieses Flow und so Technik, das kann der. Also der rappt schon. Dieses Double-Time-Zeug am Ende, wo ganz viele das wahrscheinlich hätten werden, das finde ich schön. Es ist ja richtig, das ist ja an der richtigen Stelle, aber es klingt halt kacke so. In einem Battle ist das auch für mich fehlgeleitet tatsächlich. In einem Battle kommt es hauptsächlich auf den Text an. Das ist mir im Prinzip scheißegal, wie das mir ist schon auch wichtig, wie es klingt. Aber was hast du davon, wenn du jetzt gezeigt hast, dass du super toll Double Time flexen kannst und es aber dann am Ende scheiße klingt? So, also. Ja. Es geht hier auch um Musik, ja? Ihr macht Runden, die soll man auch hören können. Ja. Ja. Ich weiß, das ist ein sehr hoher Anspruch.
Da geht es nicht nur um euer tolles Handwerk, das ihr 1A beherrscht, von wegen. Wer kann das zum Beispiel? Ich glaube, keiner. Ja, stimmt, die Hook ist schon sehr musikalisch. Nein, aber gut, da kann man sich auch streiten, dass man schwarz wird. So, oder grün. Let's go. Von diesen Rappern wird uns locker hier raus. Bitte sag mir, wer war keiner? Außer uns wird sich an dem Ding was aufmachen. Digga, du Scheißfinger. Wir sind das Blut für die Venen dieser Szene. Zerreißen in diesem Crew-Battle jeden. Verbrennen euch in der Warm-Up-Phase. Scheiß auf ne Mordanklage. Für euch ist nicht aufgeben. Die Killer war die Orca-Pappe. Die können alle gute Vergleiche. Die können alle sehr gute Vergleiche. Ich möchte gleich nach den ersten 4 Zeilen Stopp machen. Wie fingen sie an? Wir sind das Blut in den Venen dieser Szene. Bla bla bla. Wir sind das Blut in den Venen. Und dann kam noch irgendwas richtig Gutes. Will ich direkt wieder vergessen, weil ich nicht nach den ersten 2 Zeilen Pause gemacht habe. Das war auch blöd von dir. Aber war jetzt nicht so cool. Was? Wir sind die Killerwahl. Ne, wer für euch aufgeben, wer für euch die Killerwahl. Nicht aufgeben, wer für euch die Killerwahl. Weil wenn die nämlich jetzt weitermachen, dann töten die die. Wenn es dir darum geht, zu sagen, Killerwahl, haha, guck mal, Vergleich, Ockerwale, Hammer, dann bring es bitte irgendwo anders unter. Ja. Aber das im Battle hier, das, sorry, kann das nicht lustig finden. Ich bin mir sicher, ich fand das an sich jetzt auch nicht Killerwahl, Ockerwale, habe ich auch verstanden sofort. Ja, weil Wahl und Wahl. Das ist auch nicht. Ja, war nicht so. Ich finde das eher schön, dass man sowas machen kann mit der deutschen Sprache und so, aber das, ich kann es nicht lustig finden, ich kann das nicht feiern. Ich finde das erzwungen. Und ja. Damit ist es für mich irgendwie nicht cool. So. Ja, lass mal hier noch den Rest gucken, wenigstens. Wenn du jemandem gegenüberstehst und sagst, ja, du bist kacke, dann sagst du bist kacke und nicht, du bist kacke wie das, was ich gerade aus meinem Darm gepresst habe. Aber wenn ich das jemandem so gegenüberstehe und dem das so sage, dann möchte ich auch nicht irgendwie was Lustiges, was Tolles, was Musikalisches für die Endzeit. Ich sag dann einfach nur, du bist kacke. Und dann hat der das gehört. Nicht noch jemand anders. Er möchte es ja schon so formulieren, dass es bei dir hängen bleibt. Und du wirst dir das merken, Killer war die Orca-Wale. Killer war die Orca. Nee, also ich finde sowas nicht cool, muss ich ehrlich sagen, und finde ich auch wirklich, das kann man auch echt abhaken. Wir können jetzt auch noch 3 Stunden über 2 Zeilen reden. Wir können ja noch das ganze Ding abhaken, dann können wir Felix packen, die das gefunden hat. Eure Chance auf das Titel ist im Einsatz sich so sehen, so wie Hardware-Bemittel. Wir sehen eine Stufe höher, TF hat Logeplätze, überzeugen mit unserem Stoff wie auf einer Modemesse. VCB aus dem Weg, Promotour, sich in euch spielen, dumm die Finger, Jojo-Schnur. Ihr seid keine Band, nur Kinderchor-Knaben, die zur Fläche und die auszunehmen. Hat der gerade wirklich Jojo-Schnuren gesagt? Du hast die Runde schon mal gesehen, ja? Ich finde das nicht gut. Felix, wie findest du denn das? Ich fand's ziemlich scheiße. Ja. Ich find's gut, auch noch eine dritte Meinung zu haben. Ja, ja, ich glaube auch, das ist sehr wichtig, auch weil wir auch gerade so unterschiedliche Typen sind und so unterschiedliche Sachen mögen. Deswegen hängen wir auch so viel miteinander rum. Ja, ja. Aber da finde ich es auf jeden Fall wichtig, immer noch eine dritte Meinung zu haben. Ja. So unangenehm viel. So. Ja gut, also war jetzt auch kein Megapart. So. Also ich meine, ihr habt euch hingesetzt, ihr habt euch Mühe gegeben, ihr habt Vergleiche gefunden, ihr habt sicher toll euch gefeiert dafür, wie krass ihr um die Ecke denken könnt, aber das ist für mich nichts. Ich möchte auch nicht bestreiten, dass es dafür ein Publikum gibt, so dass das ja. Wir hören ja auch Kollege. Ja. Aber es ist halt was anderes. Der macht ja nicht Battletracks gegen irgendwie eine Crew bestimmt. Der setzt sich hin, schreibt Wortspiele und schreit die aneinander. Und das passt meistens auch noch kontextlich ein bisschen zusammen. Ja. Hier ist einfach nur. Und hier weiß ich ehrlich gesagt über die Crew, die ihr battelt, absolut gar nichts. Die haben einen rosa Oberlippenbart. Das habe ich vielleicht rausgehört, aber das weiß. Und sind so Rocker. Das Rocker-Klischee wurde auch gut. Das hätte ich aber auch nicht gewusst, wenn ich nicht gewusst hätte, dass die Rocker sind. Wusstest du ja, das habe ich dir ja sagen müssen. Ja, genau. Gordon muss mir erst sagen, aha, die Guitar Hero Griffelein, die zielt darauf ab, was die machen. Ich hätte gerne gehabt, dass ihr euren Gegner beschreibt und dann sagt, dass das Kacke ist, was die machen. So ungefähr. So wie in einem Battle. Ja, fast so wie in einem Battle, ja. Mann, Mann, Mann.
Aber so war es für mich eher so, guck mal, was wir für tolle Vergleiche können. Und was wir für eine tolle Hook dazwischen pressen können. Keiner! Ich darf diesem Ding hier etwas aufbauen. Außer TF. Außer TF? Geht die Hook so? Nee. Ungefähr. Ungefähr. Ja, also, nee, also so. War jetzt irgendwie nicht so, dass der Prototyp für Coolness, muss ich sagen. Wir sind ja der Prototyp für Coolness, bekanntermaßen. Nee, wir sind vielleicht auch einfach nur ein paar zwei Spasten, die labern, was sie denken, aber... Drei? Felix, wie findest du das doch mal? Das war ziemlich scheiße. Sag mal noch was zum Video, Felix. Wie ist das Video? Das war echt scheiße. Also das Video... Da bin ich anderer Meinung. Das Video ist nicht okay. Okay, das ist, dann lass uns doch jetzt mal Audio abhaken und sagen, ja. Audio, bla, da war vielleicht jetzt nicht so das Highlight. Wir haben jetzt am Ende noch so ein bisschen Spur, aber wir wissen, dass da nur noch Hook kommt, ne? Ja, da kommt, glaube ich, noch. Und so ein bisschen Beat. Ja. Ja. Ich würde jetzt zum Video sagen, okay, sie haben sich da... Lass doch erstmal Audio abhaken. Hier, lass mal jetzt Punkte rausklatschen. Einfach so. Punkte? Einfach so mit dem Schwanz auf dem Tisch jetzt. Bam, gib ihnen einfach die Punkte und dann ist gut. Und dann sagst du hier, Punkte da hast du. Also und dann darfst du die wieder nach Bremerhaven. Also weil der Flow sitzt. Kommen die eigentlich alle drei aus Bremerhaven? Keine oder Ahnung. Kommt die Ente woanders her? Warum ist denn ja nie bei denen? Ist egal. Eben, das habe ich mich ja vorhin auch schon gefragt. Ja. Aber egal. Ich finde ja, weil der Flow sitzt, weil die Rap-Technik durchaus stimmt und weil die sich auch Mühe geben beim Texte schreiben und schöne lange Reime machen, da kann man ihn schon mal auf die Schultern klopfen und ich würde sagen, was die Audio gibt es maximal 30, ne? Ja. Ich würde ihm so die Hälfte geben. 15 vielleicht. Wow. Das ist das Ding jetzt. Ich würde ein wesentlich positiveres Fazit ziehen als du noch, ja, glaube ich. Aber ich würde ihnen im Endeffekt tatsächlich bloß 13 Punkte geben. Aha, okay. Weil ich mir... Das Ding ist ja, wir sind jetzt gerade hier im Achtel. Ja. Jetzt kommen ja noch ein paar Runden. Ja. Und du musst dir ja vorstellen, es wird ja immer besser. Ja. Es wird ja immer besser. Wenn nur die Besseren weiterkommen, die stacheln sich ja alle gegenseitig hoch. Richtig. Ja. Nee, aber wir liegen ja ungefähr gleich. Ich sag 15, du sagst 13, das ist ja nun echt kein großer Unterschied. Ich bestehe auch auf die 13. Ja, okay, cool. Ja. Du gibst 13 für die Audio, ich gebe 15 für die Audio und jetzt sagen wir was zum Video. Jetzt willst du was zum Video sagen. Ja, fang mal an. Ja, ich finde das Video ist schön, ich finde die Locations schön, ich stehe auf Hafen. Ich sehe, dass das natürlich jetzt kein großartiges Konzept dahinter so, außer bei subjektiv, wenn du auf Hafen stehst. Ja, das ist auch subjektiv, dass ich nicht einfach so sinnlose Vergleichketten feiere. Ach, echt? Okay. Entschuldigung, dass ich das tatsächlich nicht verstanden habe am Anfang. Ja, Video finde ich schön, Location finde ich schön. Schnitte waren viele drin, es hat für mich alles gepasst. Ich hatte nie das Gefühl, dass das zu viel ist oder zu wenig, dass das zu starr wirkt. Ja. Was möchte ich dazu noch sagen? Die Ente hat ein paar lustige Szenen drin. Ich finde das schön, wie der so ein bisschen am Hafen arbeitet. Diese homoerotische Szene am Anfang ist also direkt in meine Kerbe. Weil du auch homoerotisch bist. Total. Ja. Ich mag richtig, richtig schöne Körper an Männern. Popo-Liebe auch immer, ne? Nur. Popo-Liebe. Ich würde so locker flockige 10 Punkte raushauen. Das ist dann die Hälfte, was ich fürs Video geben kann, ne? Ja. Ja. Ja, das ist okay. Also ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was ich für das Video geben soll. Es sieht gut aus. Der Look ist vernünftig nachbearbeitet. Ansonsten steckt jetzt nicht so viel Idee dahinter, glaube ich. Da ist hier so gerade ein bisschen mit Fischei gearbeitet worden. Warum, weiß ich jetzt nicht genau. Es ist am Hafen gedreht, ja, schön. Vielleicht, wenn sie jetzt weiterkommen, dann haben sie wahrscheinlich nicht mehr so viele Locations in Bremerhaven. Aber... Ich habe keinen Schimmer, wie... Achso, müssten wir eigentlich wissen, wie groß Bremerhaven ist, ne? Hätten wir natürlich bei Wikipedia vorher gucken müssen, ja. Auch aus dem Dazzo Weekend Battle. Also wie viele Einwohner Bremerhaven hat, hat Weekend, glaube ich, gesagt. Hat er das gesagt? Mhm. Ich weiß nicht. Ist ja auch Wurst, daraus kann man eh nichts schließen. Ja, also das Video, ich glaube, mehr als 10 Punkte kann ich dafür auch nicht geben, weil es einfach zu unkreativ ist. Es ist ein Performance-Video, wir drehen hier und wie wir rappen in die Kamera an verschiedenen Locations. Es sind nur wir drei, wir haben einen Kameramann dabei und der filmt uns und... Deswegen waren die vielleicht nicht in einem, vielleicht hatten sie keinen Kameramann dabei. Vielleicht hatten sie auch keinen Kameramann, das kann auch sein. Aber... ja, letztendlich ist es nur ein Performance-Shop, so an verschiedenen Locations, aber alles am Hafen und
Dafür ist es qualitativ gut geworden. Ich weiß nicht, mit was für Equipment die arbeiten. Auf jeden Fall kann man sich das angucken. Und wenn sie ein bisschen mehr Ideen haben, dann kann man auch mal sagen, das sind richtige Videomacher. Aber so ist es für mich, ja, auch 10 Punkte würde ich jetzt auch geben. Ja. Felix, wie findest du Performance-Shots? Scheiße. Okay. Ziemlich lange überlegen müssen jetzt. Ja. Er hat mit sich gehadert. Ja, er hat mit sich gehadert. So, hier Rückrunde. Ich überlege mal, ich guck mal kurz noch, warte mal kurz. Cool, warte. Ja, ist alles cool. Ja. Die Runde geht los. Ah, ich komme. Ist vielleicht noch ein bisschen Spaß mit Wasser. Nächste Mal. Hallo. Guck mal, was verarscht vor der Video. Kann mir das mal einer erklären, von was reden die nur? Komm, ich schenk euch mein Bettlaken, Gegner bist du. Ihr Krepel seid sogar zu dämlich zum googeln. Ey, mach doch mal eine Line über den Plot. Gute Idee. Oder wer wurde da gebettelt, Mann? Ich piss lieber noch mal kurz an ein Schiff. Vielleicht verstehst du dann? Nein, leider nicht. Aber Double Time auf jeden. Ey, Junge, das TF, du musst zwischen den Zeilen lesen. Ach so, ihr seid mehr so die Deep Maps. Die ist deep in der Scheiße, wenn ihr mich fragt. Aber ich bin ja nur Gitarrist. Genau. Und Koala ist der beste Sänger. Umgeben von was? Umgeben von Ständern. Mann, was baut ihr euch auf den ganzen Tag? Wie wär's denn mal mit einem Bausparvertrag? Ich will gute Hundehaltung, kein schlechtes Entertainment. Check das TF aus, ist wie der Rain Man. Keiner baut sich sowas auf ihr. Ihr habt doch nicht mal was Facebook geteilt, Mann! Ich wollte schon immer was vom Bremerhaven sehen, aber das war ein bisschen zu viel. Jetzt wissen wir, da kann man baden gehen, so wie TF um mich scheiße passiert. Ich wollte schon immer was vom Bremerhaven sehen, doch als ich da war, wurde mir zu viel. Ich muss nur kurz auf der Gitarre spielen, damit TF nicht so peinlich verliert. Ja, ich glaube, ich pisse auch mal an ein Schiff, dann verstehe ich das vielleicht. Super gut. Also das war sehr gut gekontert. Ansonsten habe ich aber nicht so viele Konter rausgehört. Das Autos was Ding, baut ihr euch denn auf mit Bausparvertrag? Okay. Bausparvertrag fand ich nicht so cool. Das was baut ihr euch denn auf den ganzen Tag? Fand ich viel lustiger. Wäre der Bausparvertrag nicht danach gekommen, hätte ich das viel lustiger gefunden. Hm. Egal, ich bin ein komischer Star. Autist fand ich super, weil ich hoffe, dass er es nicht ernst gemeint hat, sondern dass halt den ganzen Vergleichsstil von den anderen verarschen sollte. Moment, erzähl nochmal bitte. Check das TF Autist wie Rain Man. Autist, verstehst du? Mhm. Okay, ich hoffe auch, dass er... Ja, ja. Das war auf jeden Fall ein guter Vergleich. Kann man ja nicht so viel gegen sagen. Nee, aber... Verglichen mit dem, was Dings geliefert hat, war. Ja, verglichen. Okay. Läuft heute auch wieder bei uns. Das ist super. Ja. Ja. Sonst was? Weihnachtsmann-Schokolade. Oh, das Beste, du. Kuhflecken, Milka. Name-Dropping. Mhm. Main Mo. Hier Sorgenkind und Gin. Meinst du eigentlich, dass wir diese Runde objektiv bewerten können? Wollen wir da schon mal Sorgenkind und Gin und Scotch getroffen haben? Ich hab Scotch noch nie getroffen. Mit denen gesoffen hast? Ich hab Scotch noch nie getroffen. Ich schon. Willst du nicht das Battle abgeben? Scheiße, Scotch Gastbeiträge zählen ja noch. Ja, Scotch Gastbeitrag war nix. Da muss man zwischen den Zeilen lesen, doch, doch. Ja, das fand ich schon gut. Käse. Das konnte ich gut haben. Nee, aber... Fällt nicht so viel ein, ne? Nee, ansonsten habe ich mir jetzt auch nicht so viel gemerkt. Aber ich mag den Gegnerbezug, Laken. Ja, ja, klar. Ja. Ich mag den Stil von dem Typen. Der ist auch so ein bisschen so, wow, es beeindruckt mich überhaupt nicht, was du machst. Das verstehe ich, aber in seinem Text kann mir das nicht... Ich finde das manchmal... Manchmal kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, wenn er so, so Sachen macht. Das war hier nicht, das war in der Hinrunde, habe ich das ein paar Mal. Kuhfladen und Pansen und sowas.
Ja. Weißt du, du machst es so bizarre Beleidigungen. Das ist einfach für mich, das finde ich nicht in Ordnung. Das ja, also so. Er hat das so diese, er hat so die Betonung von wegen, wow, wenn ich euch sehe, schlafe ich gleich ein. Aber ja. Textlich bringt das nicht so ganz rüber, ne? Ja. Textlich klingt es eher so wie, ich habe mir aber wirklich Mühe gegeben, hier dich in den Arsch zu ficken. Dann gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Ja, ja, doch. Machen wir jetzt noch nicht sagen. Wir haben bestimmt irgendwie viel allein jetzt verpasst. Wie hält denn der eigentlich, weißt du was? Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie irgendjemand von ihnen richtig heißt. Erstaunlich. Ich hab mir sehr viel von denen runtergeladen und nichts davon gehört. Ich habe mir gar nichts von denen runtergeladen. Ich kenne Schrauben und irgendwas Fleisch war das Moment Video. Moment mal, ich glaube, ich habe gar nichts von denen runtergeladen. Ich habe mir Sachen von Monkey Seek, Monkey Do runtergeladen. Das war ja super von dir. Tut mir leid, euch jetzt mit denen in einen Topf zu werfen. Was ich auch noch sagen wollte, tatsächlich, was aber noch mal am Ende für Beatpunkt kommt. Ich finde es cool, dass die ihr Recht beansprucht haben, das Arrangement des Beats zu verändern. Die haben diese Gitarrenriffs eingebaut. Ja, schön, die haben eine Bridge da nach der Hook, oder? Ja, ja. Ja, das finde ich super. Das finde ich schön. Ich finde es auch gut, dass sie nicht drüber gerappt haben, damit man das auch zur Not ignorieren könnte. Ja. Falls irgendjemand sich da komisch hat mit den Regeln. Ich finde das super. Ja. Aber Beatpunkt kommen wir ja später noch zu. Ist dir bewusst, dass wir noch nicht mal hier eine Runde abgehandelt haben? Also, eine komplette. Lass uns mal bitte schnell weitermachen. Boah. Ich hab lange überlegt, doch jetzt macht eure Runde Sinn. Ich weiß wieder, warum Leute gegen Tierversuche sind. Danke. Ich werd bekannt, weil ich Koala ficken darf. Guck ganz YouTube, feiert unseren rosa Oberlimbad. Sorry Felix, wie fandest du das? Ziemlich scheiße. Also warum sind Leute jetzt gegen Tierversuche? Eigentlich müsste man doch jetzt für Tierversuche sein. Na, wenn man jetzt seinen Gegner betteln will und der... Wenn es keine Tierversuche mehr gäbe, gäbe es vielleicht die Tiere auch nicht mehr. Muss man nicht so viel drüber nachdenken, glaube ich. Wenn es keine Tierversuche gäbe, gibt es die Tiere. Ja, halt, Koalas gibt es nur noch für Tierversuche. Das stimmt doch gar nicht. Ich letztens bei Galileo gesehen. Ja, Galileo erzählt Scheiße. Koalas sterben doch aus, oder? Oder sind die Pandas sterben worden? Koalas sind aber sehr hilflos geworden, habe ich gehört. Aber egal. Ich denke jedenfalls, man müsste auf jeden Fall für Tierversuche sein, wenn man jetzt Leute, die eine Entenkopfmaske tragen, betteln will. Ah, und Leute, die Koala heißen. Und Koala heißen, ja. Ja. Aber irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Man kann auch gegen Tierversuche sein. Ja. Das sind die beiden Möglichkeiten. Man kann oder dagegen sein. Jetzt habe ich es vergessen. Egal. Ist ja auch egal. Es ist irrelevant. Vielleicht hat er auch was Nettes damit gemeint. Leute gegen Tierversuche sind. Ja, vielleicht Gott, auch, jetzt. Ja, vielleicht will er ja auch wirklich einfach nur, ja, ich glaube, er will einfach nur sagen, ja, das haben Tierversuche aus euch gemacht. Oh, also dass sie so mutiert sind und so viele Muskeln haben und gegen Schiffe pissen. Das ist so krass. Schiffe pissen war noch in dem Essen, aber das hast du schon gesagt gehabt, ne? Gut. Ja. Das war lustig. Ja, aber gut. Ich hätte für Tierversuche besser gefunden, glaube ich. Egal. 0 Punkte. Wie heißt der Typ mit der Föhnfrisur? Weiß auch nicht, ne? Ja, gesagt, ich weiß keinen Namen von dem. Das ist echt behindert, Alter. Das tut mir auch ein bisschen leid so. Felix, willst du noch mal einen Blick auf den rosa Bart werfen? Der ist jetzt hier gerade zu sehen im Bild. Finde ich richtig scheiße. Okay. Hätten wir es auch abgehakt und dann sieht ein bisschen aus wie ein Vaginaschlitz. Ja, jetzt wo du es sagst, ne? So ein geschwungener Vaginaschlitz. Ja. Wenn jetzt noch ein zweiter da wäre, so wie... So wie Felix das vorhin gesagt hat. So wie Felix das vorhin meinte. Vielleicht sollten wir weggehen und Felix allein bewerten lassen. Felix könnte es, glaube ich, alles viel besser. Ja. Da würden auch nicht so viele Punkte verschwendet werden. Felix würde immer neue Punkte geben. Lass mal ein bisschen weiterspielen. Die haben Popels sich gespart oder wie kommt's, dass die Punches fehlen? Die können sogar die Turtles an nur einer Hand abzählen. Hör, jetzt kommt die Stelle, wo ich nix sag. G.O.T.-Park. Yo, es ist der Albino mit der Föhnfrisur. Ich wünsch mir, ich hätt euch Trottel nie gehört. Mal im Ernst, ey, wir wollten alle sicherlich nicht hören. Wieso gern wieder irgendwie Geschwister ficken? Ist nicht wahr, hat der gerade in das Schiff gepisst? Gibt's doch nicht. Der ist höchst kriminell und während YouTube sich noch streitet, wie mein Rappername ist, gibt es 3 Noten weniger auf Bremerhaven. Ich wollte schon immer was vom Bremerhaven sehen, aber das war ein bisschen zu... Ich habe das komplette Reimschema seiner letzten 4 Zeilen, glaube ich, nicht verstanden. Aber es war jetzt nicht so daneben. Also hat er gerade in das Schiff gepisst? Sie sind so höchst kriminell. Und während sich halt YouTube noch fragt, wie mein Rappername ist, was wir uns ja auch fragen,
Gibt es. Wir sollten uns da beteiligen an der Diskussion. Gibt es drei Nutten weniger auf Bremerhaven Strich? Also Rappername ist und Bremerhaven Strich soll auf jeden Fall ein Reim sein. Ist so ein Strich, reimt sich super, ich weiß nicht, was du hast. Auf Bremerhaven Strich und komm mir Mann, jetzt sind wir hier nicht so viel über Technik. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Ja. Ich bin auch für, dass man da wirklich unsauber reimt, so das darf man ruhig. Aber ich hab das davor alles nicht so ganz mit. Aber gut. Trotzdem ist das, glaube ich, der beste Part in dieser Runde. Also Hinrunde, Rückrunde ist, glaube ich, das hier ein sehr schöner Part geworden. Auch dieses GOT-Part. Ich nix auch. Ich fand eigentlich auch schon den Einstieg von der Bridge quasi super. Oder? Was? Das mit dem, wir bleiben stehen bei Rot und so. Also die Bridge habe ich nicht verstanden. Die Bridge. Die Bridge. Was das da soll, so, das war... Ich finde die Bridge ein bisschen behindert. Aber lass uns doch mal gucken... Turnierübergreifender Humor. Ja, Grüße auch an Esther und McTwist, ja. Wir haben extra dafür gesorgt, dass wir euch nicht bewerten müssen. BVT würde nur knapp bei mir gewinnen. Ja? Sehr knapp. Würden bei dir gewinnen? Ja, sehr knapp. Okay. Ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, gut, muss ich bewerten, muss ich mir auch keine Gedanken drüber machen. Ja, aber ich mach mir über alles Gedanken. Idiot. Du weißt. Idiot. Gut, machen wir weiter. Jetzt wissen wir, da kann man baden gehen. So wie TF, Homie, Scheiße passiert. Ich wollte schon immer was von Bremerhaven sehen. Doch als ich da war, wurde mir zu viel. Ich muss nur kurz auf der Gitarre spielen, damit TF nicht so peinlich verliert. Ich hätte gerne einen eurer schlechten Punches ganz für mich allein gehabt. Und hätte ich nicht schon so viel Tiervergleiche, würde ich Schwein gehabt. Und sagen, ach was soll's, ich kann das nicht verlieren hier. Siehst so, jetzt habt ihr Weihnachten mehr Zeit für die Familie. Stimmt doch gar nicht. Gut, komm rein, zieh mal her. Keiner. Deine Promo-Sachen gucken. Koala, du machst Promo für die Promo. Ich mach Promo für Musik. Und machst du mal Musik, wird die Kacke ignoriert, du Reinhold. Heißt der Reinhold? Ja, vielleicht heißt der Reinhold, du, da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß auch nicht, wer der Björn ist. Das ist der Björn die Ente oder ist der Björn GOT oder? Ist Reinhold. Könnt ihr euch nicht bei euren Rappernamen nennen? Ja. Immer dieses familiäre, ich nenne dich beim Vornamen. Ich finde es schade, dass hier Sorgenkind nicht alle Hooks machen darf und der Jin. War für mich die bessere Hook und wir dürfen das sogar bewerten, ne? Dürfen wir das sogar bewerten? Hook Gastbeiträge! Ja. Buja! Naja, Hook singt da der Sorgenkind. Mhm. Kann hier nicht immer folgen. Ja. Wie geht es? Geht so, ne? Felix sagt auch, das geht immer wieder so. Ist das Nanu? Genau, singt er der so. Ah, das ist Nanu. Und dann merkt man mir das an, dass ich gerade voll neidisch bin. Entschuldigung. Ja. Hier, Hook von Jin und Sonnenkind gibt extra Punkte. Riesen Hook. Hätten sie ihre eigene Hook auch wegschmeißen können für den Netflix, ist immer rein. Ja, genau. Also, die eigene Hook war jetzt nicht so cool wie die von Jin und Sonnenkind. Aber auch nur, weil die ja das Trashige von den Gegnern einfach adaptiert haben und verarscht haben. Ja. Das ist natürlich immer leicht. Ich finde auch tatsächlich, also Sorgenkind klingt mir auch angenehmer im Ohr, muss ich sagen. Aha, okay. Ja gut, wollen wir dann jetzt hier mal zu den Punkten kommen? Oder willst du noch irgendwas sagen vorher? Willst du irgendwas noch sagen? Irgendwas hat der hat doch noch vier Zeilen gerappt. Die Föhnfrisur hat doch am Ende noch vier Zeilen gerappt. Ja, er hat gesagt, er wurde nicht so richtig gedisst, weil ihn keiner kennt. Er hätte gerne mal irgendeinen Punch für sich allein gehabt. Ich glaube, der meinte, glaube ich, eher so einen von euren super tollen Punches hätte ich gerne für mich allein gehabt. Also so, hätte ich gerne selber gerappt, sozusagen. Oder? Habe ich nicht so verstanden. Okay, kann man sehen, wie man will. Ich glaube, die letzten vier Zeilen sind nicht entscheidend. Ich fand jedenfalls diese Audio ein bisschen besser als die von der Hinrunde. Weiß noch nicht, wie viel besser. Wie viele Punkte besser, meinst du? Also,
textlich war sie natürlich jetzt irgendwie nicht so mega technisch. Also Rap-Technik-mäßig war es eher simpler gehalten. Dafür hat es inhaltlich aber einfach besser gesessen. Und da finde ich dann schon, dass... Ja, dann kriegen sie von mir, glaube ich... Flow-technisch habe ich jetzt nicht so genau drauf geachtet, hat mich jetzt aber nichts gestört auf jeden Fall. Also die Audio kriegt von mir 17, glaube ich. Ja, 17 ist eine gute Zahl. Also 17 ist eine super Zahl. Ja. Ja. Ich fand aber 13 war auch eine schöne Zahl. Man sollte generell nur so Zahlen nehmen. Nur die, schöne Zahlen, ja, nehmen wir. Schöne Zahlen sind gute Zahlen. Sag mal, ist das eigentlich schon dein zweites Glas? Oder ist das nee, das ist immer noch mein erstes. Ich weiß nicht, was ihr hier alle rumsauft. Ich muss viel mehr Schokolade essen. Ich würde tatsächlich gar nicht so viele... Ja, so viel mehr dazu sagen. Das haben wir ja gerade schon gemacht. Ich würde das an sich, die beiden Rapper würden von mir eigentlich nur 15 Punkte bekommen. Aber mit der Sorgenkind Jinhook, die ich hier wirklich gerne hochloben möchte, stimmt, werden das bei mir tatsächlich auch 17 Punkte. Okay. Mhm. Ja, einfach ich mache es mit den Gastbeiträgen nicht so, dass ich die da irgendwie wirklich mit... Sondern die geben bei mir nur extra Punkte. Oder auch extra Abzug. Hallo, Felix, Mankis. Wie fandst du das? Fand ich richtig scheiße. Ja. Was fand er? Du hast da gar nicht gefallen. Was ist egal. Ihr Video. Video, ja. Ja, Video. Kann ich gar nicht mehr... Achso, war auch so dann am Hafen gedreht, ne? Irgendwie so... Ja. Sie haben die Szenerie, also war es ja vielleicht sogar die gleiche? Ich weiß es nicht genau. Nee. War nicht die gleiche. Sah nur ähnlich aus, wahrscheinlich. Ja, wie ein Hafen halt. Bla, würde ich jetzt keine großen Abstriche machen. So finde ich ungefähr gleich gut. Die haben halt noch Sorgenkind und Gin dabei gehabt. Gut, da muss man jetzt nicht unbedingt für extra Punkte geben, finde ich. Sie haben ein bisschen. Fürs Video nicht, ne? Nee, fürs Video. Nur was er die Filme. Sie haben aber eine Szene mit denen ja gemacht, die ziemlich sinnvoll war. Dieses mit, ey, ihr habt das nicht mal auf Facebook geteilt. Ja, die fand ich ein bisschen langgezogen. Das war nicht so cool, aber dafür würde ich auch keine Abzüge machen. Das, ja, ja. Das fandst du schon zu langgezogen. Das fand ich schon viel zu langgezogen, wie er da steht und sich die Mütze. Also nachdem ich, verstanden habe, was sie da sagen, fand ich die Szene so gut. Ja. Nicht zu viel. Nicht deswegen, zu wenig. Ich würde auch nichts dafür abziehen. Ne? Das ist okay. Sag eine Punktzahl. Ja, müsste man jetzt... Also theoretisch kriegt das Video von mir auch 10 Punkte, aber wegen dieser einen kleinen Finesse, die da halt leider noch drin ist und weil sie ein bisschen gekontert haben mit dem nackten Oberkörper am Anfang, den ich sehr ungern gesehen habe, das fand ich wirklich... Das hätte man weglassen können, aber es war ein netter Konter. Ja, würde ich sagen 12. Okay, ich würde von den ganzen... Es sieht für mich nicht so schön aus. Es sieht für mich nicht so schön aus wie das TF-Video. Mhm. Ich würde da gerne was abziehen für, dann wäre ich bei 8 Punkten. Aber dadurch, dass sie diese kleinen Finessen drin haben, das in der Mitte, dafür gibt es keine Extra-Punkte bei mir, aber das zieht auch nichts ab. Der Konter am Anfang, das gegen das Schiff pissen, fand ich schön. deswegen komme ich am Ende tatsächlich auch auf 10 Punkte. Die kriegen von mir also fürs Video gleiche Punktzahl. Okay. Ist so. Das wäre Runde 1 dann gewesen und ich brauche dringend mehr Rum. War gar kein Witz, meinst du das ernst? Okay, los geht das. Mach mal Pause. Ich mach mal hier so. Mach das doch. Ey, Felix ist jetzt vergammelte Hamburger. Adieu. Vielleicht sind es auch Cheeseburger. Hey, da ist noch eine Soße drin. Nice, eine Soße. Die Penner. Ja gut, kommen wir mal zurück zum Wesentlichen. Und gucken jetzt... Plot-Hinrunde. Die Hinrunde vom Plot, genau. Gönn uns. Stinkt nicht, riecht doch gut. Felix eigentlich die Burger riecht. Hallo, Battle-Rap, Klischee X, Y und Z. Ich dachte Sonnenbrillen sind Outlook, da hab ich mich verschätzt, aber nur Era Caps. Ich mein, komm schon, seriöse Rapper tragen ihre Haare offen. Ich würd lieber über meine Haare rappen, stattdessen harte Deppen aus Bremerhaven plätten. Und dabei haben sie doch so ein schönes Logo und schöne Fotos. No homo! Und dann die Tiernamen, da läuft so viel verkehrt, von wegen friesisch herb. Wisst ihr, was tierisch nervt? Ich höre ein Burst und ich muss gähnen, bis mein Kiefer schmerzt. Der hat ein Koala-Bär, der Plot hat dein Spiel verderbt. Wer wird euch der Name nicht mal peinlich? Trill Fingers, ich seh hier nur Triller pfeifen. Conny, guck mal, D.O.T. hat auch ein iPad. Ich bin begeistert, doch er rappt scheiße. Bremerhaven,
einer Stadtmusikantin lassen erfahrene Lachmuskeln krampfen. Bremerhavener Stadtmusikantin lassen erfahrene Lachmuskeln krampfen. Leg doch mal die Sonnenbrillen ab. Ja, so, also ich fand den ersten Part gar nicht so schlecht. Da wurde wenigstens vernünftig gefrontet. Da wurde gefrontet. Ich finde, manchmal wirkt es ein bisschen komisch. Da gibt es so ein paar Zeilen drin, die man hätte weglassen können, die ein bisschen uncool wirken. Ist so cool, das Fix hier. Ja, natürlich. Darum geht es auch im Bild. Ja, und trotzdem ist er aber ein solider Rapper und kann das schon gut. Hat mich jetzt nicht gestört, der Fall. Es gab jetzt nicht so oft, dass ich dachte, boah, du Spaß, warum sagst du das? Es war schon ein ordentlicher Front, dachte ich schon. Fand ich schon cool. Bei TF haben alle Tiernamen. Ist das so, haben die der Paar Part zusammengefasst? Nee, bei TF sind Spasten, ist der Achso. Part zusammen. Auch Trillerpfeifen. Ja, fand ich eine gute Abschlussline, so als, ihr seid so belanglos, irgendwie, ihr seht aus wie Trillerpfeifen. Fand ich eigentlich, als Partabschluss fand ich das gut. Auch so wie er es sagt, so, ich sehe hier nur Trillerpfeifen. Fand ich eigentlich ganz nett. Eigentlich ganz nett. Das ist das Fazit, ja, gut, ja. Cool. Eigentlich ganz nett, ja. Ja, passt. Ich fand Felix Gesicht schön, so erfahrene Bremer Stadtmusikanten lassen. Das stimmt, das Lachmuskeln krampfen. Das war vielleicht irgendwie ganz. Ich find's voll süß, auch mal so Zungenbrecher einzubauen in so Rap. Das ist so. Felix, wie fandst du das? Das fand ich schon ziemlich, ziemlich scheiße. Okay. So können die Meinungen da auseinandergehen. Ja. Ja. Also ich hätte halt mich dabei. Ich weiß selber nicht genau, wie ich das finde. Also ich. Boah, das hat schon hart genervt. Das kann man schon nicht anders sagen. Zweimal hätte man es nicht bringen müssen, ne? Nicht unbedingt. Einmal vielleicht bereit. Hätte man auch nicht machen müssen. Okay. Sind auch nicht die Bremerhavener Stadtmusikanten. Das stört mich. Das habe ich auch gedacht. Ach, guck mal, Felix, zeig auf die Uhr hier. Es ist halt lang. Es ist jetzt hier Weihnachten. Ihr könnt das durchgucken von wann es rauskommt bis Silvester. Nichts zu tun an Silvester vor der Party. Nichts zu tun während der Party. Einfach gucken hier und dann ist super. Ja, könnt ihr ein bisschen Luft schlagen und herbleiben. Gucken wir mal weiter, ne? Oder? War doch jetzt alles. Ja, bitte, komm. Jetzt kommt die Hook. Mach die Neonröhren aus, mach doch mal einen Spaziergang. Mach was mit der Frau, fahr doch mal in Urlaub. Sport hilft vielleicht auch, bestimmt steht ihr da nicht mehr so auf dem Stau. Ey, warum so frustriert? Sag uns, was da schief lief. Fahr doch mal ins Grüne, und wir reden nicht vom Greenscreen. Wenn ihr vor dem Spiegel steht, was könnt ihr sehen? Ein wandelndes Klischee, ein laufender Hip-Hop. Yo! Ihr seid also umgeben von Blendern, sehr interessant. Wer blendet euch denn so? Der Weihnachtsmann oder der Osterhase? Was geht da im Norden ab? Hat man euch nicht beigebracht, dass man nicht in die Sonne starrt? Ihr Panzer, ihr seid so das Letzte. Retuschiert euer Gesammel mit fucking Vocal-Effekten. Ja, schon krass, so ein paar Buchstaben. Ich kenn auch welche, die sagen fuck you, ihr Kuhfladen. Habt ihr eure Traumwelt mal von außen betrachtet? Denn von hier, wo ich stehe, seht ihr leider aus wie ein paar Spasti. Bunte Hoodies in XL, Mucke, die niemand gefällt. Jeden Samstag steht ihr auf und hoch, einfach Hundewelt. Aber leider hat mal wieder kein Hahn danach gekräht. Kein Arsch, der sein Arsch dazu bewegt, nee. Gab's von den Entenmasken nicht noch ein paar mehr? Die ganze Crew macht doch Quark, nee, sorry. Doch mal die Sonnenbrillen ab. Jetzt hab ich's verstanden auch. Na, Quark. Fand ich sehr lustig, übrigens. Also, ich muss ehrlich sagen. Hook, mit der Hook an. Die Hook finde ich gut. Ja. Kann man schon. Finde ich in Ordnung. Ja, doch, ich finde die auf den Buch passt die gut. Und. Pack doch mal die Sonne. Also, leg doch mal die Sonnenbrillen ab. Fahr doch mal ins Grüne und so. Also, finde ich schon ganz nett. Kann man schon mal sagen zu so ein paar Rap-Nerds. Dass sie auch mal was machen soll. Ich finde die Hook sogar prima. Ja. Laufender Hip-Hop finde ich ein sehr schönes Bild. Genau, und das passt komplett zu TF. Ich gucke GOT an und denke mir, Laufender Hip-Hop. Ja, stimmt. Läuft. Hook, klasse. Fände ich gut. Ich mag seinen Style irgendwie. Ich finde das sehr gut, was er macht. Wie er betont, wie er float, wie er redet. Aber ich finde dieses Weihnachtsmann, sag mal ganz ehrlich, da hätte man schon doppelt reinbauen können, oder? Ich verstehe diese Weihnachtsmann-Osterhasen-Sache, also das Blender-Ding verstehe ich, ja, dass die sind auch umgeben von Blendern hier, TF. Aber warum blendet der Weihnachtsmann und der Osterhase? Wegen der Leuchtröhren, oder was?
Nee, das ist Leuchtröhren, ist aus dem Splash Bobby T von dem GOT Video. Ach, der hat ja da im Bad steht, ja? Und so Leuchtröhren um sich rum hat. Stimmt. Ja. Immer noch verstehe ich das mit dem Weihnachtsmann Osterhasen nicht. Ist ja auch völlig wurscht so. Da kommt Kuhfladen und Pansen in dem Part drin vor. Das so. Fand ich auch schade. Er hat das so schön gemacht mit diesem. Die Line fängt super an mit dem. Wow, schon klasse, so zwei Buchstaben. So richtig Weekend-mäßig. Wow, ja, zwei Buchstaben. Es reimt sich auch nichts anderes auf Buchstaben außer Kuhfladen, oder? Nee, gar nicht. Nee, das ist auch blöd Kuhfladen gelaufen. Zufahren, nee. Da reimt sich echt nicht viel auf Buchstaben. Den Cut gemacht haben. Ja, jetzt nehmen wir auf. Wir haben Pizza. Also, wir haben jetzt wenigstens Pizza. Wenigstens. Und das macht das Ganze doch schon sehr viel schöner. Und jetzt kommt nochmal der letzte Part von dem Menschen mit der Filmfrisur und dann kommen noch zwei Lines von dem anderen Menschen. Davor würde ich gerne noch den Style von dem anderen Menschen loben, der mir durchaus gefällt, aber der meiner Meinung nach textlich nicht so ganz das macht, was ich von ihm erwarte. Also er hat so ein paar lustige Ansätze, aber zieht es dann nicht ganz durch. Das beste Beispiel ist, glaube ich, wirklich das mit dem Buchstaben. Wow, schon fett, so zwei Buchstaben. Ja, und ansonsten finde ich ihn aber vom Style cool. Der rappt das schon gut lässig runter. Klingt hörbar, aber fehlt mir inhaltlich noch so ein bisschen das richtig fiese in die Eier treten. Wie siehst du das? Es geht für mich nicht sonderlich hinaus über so Kindergartengeplänkel, auch Spastis, auch das. Ja, aber nein, da freue ich mich Spasti. Nicht. Aber wollte mich nicht lange dran aufhalten. Aber da sieht man auch schon wieder, wie gut er da ist. Er kann sich erlauben zu sagen, ihr seid für mich nur ein paar Spastis. Das ist eigentlich, das kommt bei ihm noch cool. Bei anderen wäre das überhaupt nicht mehr cool gekommen. Ich finde es auch bei ihm nicht sonderlich cool. Aber es ist kein... Da gebe ich dir recht, es ist nicht sonderlich cool, aber es klingt bei ihm noch vertretbar. Weißt du? Und der Part strengt mich nicht sonderlich an. Es hat nicht so viele schöne Ideen, wie er hätte haben können. So. Ist so. Du kannst jetzt nichts mehr drücken, ne? Ja. Doch, okay. Ist halt deine Maus. Fuck. Dunkel nach, mach die Neonröhren aus. Mach doch mal einen Spaziergang, mach was mit der Frau. Fahr doch mal in Urlaub, Sport hilft vielleicht auch. Bestimmt steht ihr dann nicht mehr so auf dem Schlauch. Ey, warum so frustriert? Sag uns, was da schief lief. Fahr doch mal ins Grüne. Und wir reden nicht vom Greenscreen. Wenn ihr vor dem Spiegel steht, was könnt ihr sehen? Ein wandelndes Klischee, ein laufender Hip-Hop. Wenn ich E6 bestell, kriegt die Ente hohen Blutdruck. Lieber Playgirl abonnieren als TF auf YouTube. 2000 Klicks und das viermal im Monat. Seit eurem Samstag freu ich mich auf Montag. Ja, guck mal, wir haben auch so Trillfingers beim Plot. Sag mal stopp. Stopp. Ich würde gerne loben, was der Mensch mit der Föhnfrisur gesagt hat noch am Ende. Die vier Zeilen. Die letzten zwei Zeilen, ein bisschen Kindergartenhumor. Aber das fand ich hier lustig tatsächlich. Das mit den Trillfingers. Doch, das fand ich lustig. Lass mich, das fand ich lustig. Grenzwertig, ich fand's grenzwertig. Ja. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich es wirklich lustig fand oder vielleicht auch eher peinlich. Aber es war auf jeden Fall nicht so sonderlich schädlich für die Runde. Nein, das hätte aber auch nicht sein müssen. Also mir hätte nichts gefehlt, wäre es nicht da gewesen. Ja. Lieber Playgirl abonnieren als TF bei YouTube. Sehr schön. Das hat mich gefreut. Dieses Samstagsding, hast du schon mal einen Samstag von Trillfingers geguckt? Nee, habe ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, was gemeint ist und das reicht mir eigentlich als Außenstehenden so. Also ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwas über einen Samstag gemacht haben. Hey, guck mal, so verbrennen wir unseren Samstag oder das ist irgendwas machen wir samstags halt. Und er sagt, ja, ich freue mich auf Montag. Also das ist eigentlich schon... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so eine wöchentliche TF-Serie ist mit so Behind-the-Scenes-Material oder mit Videos oder Tracks von Trillfingers. Okay, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das liebend gerne nicht gehört hätte. Ich glaube, das hat so ein schönes Intro. Ich kann mich nicht richtig erinnern. Ich kann es nicht wiedergeben, aber die haben so ein schönes Intro gemacht. Okay. Das klingt jetzt so, als würden wir TF irgendwie vollkommen grundlos haten die ganze Zeit, aber es ist halt einfach. Ich will nicht verprügelt werden in Bremerhaven. Ich
finde die Jungs auch bestimmt voll cool. Die sind bestimmt voll cool. Aber in deren Rap wirken sie halt unglaubwürdig irgendwie. Also es klingt halt komisch. Es klingt so, wir sind voll krass und übertrieben die krassen Jungs und so, aber ich finde, ihr seid auch nur ein paar Leute, die rappen. Lass mal hier jetzt lieber nicht mehr über TF reden, sondern über die Runde hier, die wir gerade gesehen haben. Und müssen da mal Punkte verteilen. Ja, wir müssen mal Punkte verteilen. So richtig viele Punkte. Oder auch wenig, wie man möchte. Boah, ich will schon nicht mehr, weil ich die letzte Runde gegeben habe. Wir haben auch noch kein Wort zum Video gesagt, ne? Machen wir das gleich erst? Also, ich würde jetzt diesmal mit Video anfangen. Ja, auch mal ein bisschen was Neues. Weil ich das Video ziemlich nett fand. Also, es war ein Performance-Shot drin und es war dieses Parodieren drin von einem typischen Drill Fingers-Member. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb gibt es für mich so ein bisschen mehr Punkte, als Drill Fingers in der Hinrunde bekommen hat. Mhm. Die haben 10 bekommen, glaube ich. Mhm. Ich würde hier für das Video 20 gibt es insgesamt. Korn hat gerade Bier verkippt. Auf gar keinen Fall. Mein Zimmer, es läuft hier. Sagen wir mal, da gibt's. Wir müssen uns ja eh noch ein bisschen finden am Anfang. Ich will jetzt mal so 13. Kommen wir mal mit 13? Ja, kommen wir mal 13. Weil es auch so schön war mit dem ganzen schneller laufen lassen, wenn Drill Fingers verarscht werden. Auch diese Breakdance-Move und gegen die Schranke laufen, sah wirklich sehr tollpatschig aus. Slapstick-Humor war drin. Sehr schön. Fand ich eigentlich ziemlich gut. Ist jetzt natürlich ein bisschen anti-climactic, wenn ich hier sage, ich würde auch gerne 13 Punkte verteilen. 13 Punkte, sind wir uns einig, ist doch schön. Naja, so mittel vielleicht. Was machen wir mit der Audio? Ja, was machen wir mit der Audio? Jetzt ist das Wischen auch später verschieben, vielleicht... Nein! Gordon macht das red ruhig weiter! Mach das mal gleich sauber. Ja, also die Audio, 30 gibt es insgesamt. Das ist schwer zu sagen, so... ich kann es jetzt gerade überhaupt nicht begründen, aber für mich klingt 17 wieder nach einer sehr schönen Zahl in diesem Fall. Also... Da waren gute Lines drin, es war ein sehr solider Front. Da muss man erstmal was gegen sagen. Bin ich auch gespannt, was da kommt von TF. Hab schon wieder alles vergessen, was die eigentlich gesagt haben. Und ich denke, 17 ist eine gute Zahl. Der Flow sitzt, der Style sitzt, die haben ihr Rap-Schema gefunden. Das mit dem Reimschema, das war in der Rückrunde von Plop war, wo ich nicht so ganz. Aber dieses Mal war ich sehr zufrieden damit. Das fand ich schon gut. Das fand ich schon gut. 17. Machen wir 18. Machen wir 18 Punkte. Machen wir 18. Fand, ist heute fand ein bisschen ich, sprunghaft. Fand ich nämlich auch besser als die Rückrunde von Plop. Also die Hinrunde von Plop. Ist das so? Die Rückrunde von Plop, fand ich. Ja, das könnte man so sehen, wenn man das wollte. Für mich hat hier eine Sorgenkittung gefehlt, damit das besser wäre als die Rückrunde vom Plop. Ja, ich würde gerne 16 Punkte reinschauen, einfach weil ich denke, dass bei den Parts locker mehr gegangen wäre. Mhm. Ich fand es trotzdem immer noch besser als die Hinrunde vom Drill Fingers. Ja. Deswegen muss ich da schon mal mehr geben als 13 Punkte und die Hook finde ich super. Die Hook war treffend, ging trotzdem gut ins Ohr. Ja, wäre trotzdem drin, mehr drin gewesen, finde ich. Denke ich. Ich glaube, der Plot kann mehr. Das ist doch ein persönliches Wort oder so. Willst du auf Play drücken? Will ich auf Play drücken? Ich darf auf Play drücken. Ich will erstmal auf Pause drücken und dann drücke ich auf Play. Mhm. So machen wir das. Und schon sind wir wieder zurück. Das hat sich so komplett gelohnt heute alles. Ah. Ja. Hier, TF Rückrunde. Ja, also Bewertungsvideos sponsored by Call a Pizza. Das wäre schön. Jetzt mal. Wir haben mit Fisch ein die Straßenbahn gefilmt und auf der Straßenbahn. Denkt ihr seid Doppel-Sees? Ihr wollt auch uns bewerten, doch leider sind wir nicht bei Shopping Queen. Du willst lieber über Haare rappen, komm auf meinen Friseursessel. Ich schlag deine Kopf auf und verpasse dir eine Gehörfläche. Wer will uns denn ein paar Noten aus Düsseldorf? Das Preisgeld geht an uns, vielleicht schenkt Tamo euch ein Fünftel. Komm, ihr habt nicht wirklich viel gebracht wie Kloman und Nader. Ich bin tierisch gut drauf, wenn Thomas Koala sagt, euer Spiel verderbt, wer?
Ganze, gib den Tonen, es wird Zeit, nach unserer Pfeife zu tanzen. Es gab in deinem Rap keine geile Line, und selbst bei einem Freestyle-Battle wüsste ich, dass geil wird. Haben wir ausgemacht. Also die Hook hat nichts, was sie ausmacht, außer mich. Und schön, wie du das auch noch so sortiert untergebracht hast. Ja, also mir hat es so eingefallen. Huch. Der erste Part war auch voller komischer Ideen. Ich weiß gar nicht, was das soll, mit dem Viva-Kummel. Also, das weiß, glaube ich, keiner, was das soll mit dem Viva Komet. Also ich sehe euch 2013 auf jeden Fall beim Viva Komet wieder, da freue ich mich auf jeden Fall tierisch drauf. Mal gucken. Aber was haben wir denn Konter da drin? Ja, aber das waren wieder so diese versteckten Konter, die man nicht erkennt, oder? Wo war so ein offensichtlicher Konter? So einer, der wo wirklich sagt, hier, was du da gesagt hast, ist völliger Quatsch, weil ich bin der Boss. So ein Konter? Das waren zwei Sachen drin, wo ich mir dachte, hey Gordon, merkt ihr das? Hat es nicht gemacht. War aber da. Fuck, das tun wir jetzt zurück. Bitte. Okay. Wir gucken das jetzt nochmal. Weil wir es können. Guckt uns beim Essen zu, wie wir Videos gucken. Denkt ihr, seid Doppel-Sees? Ihr wollt Outfits bewerten, doch leider sind wir nicht bei Shopping-Tweets. Du willst lieber über andere Rap-Kommen, mein früheres Essen. Ich steig deine Kopfhörer auf, aber warte dir eine Gehirnwäsche. Ihr wollt Outfits bewerten, noch wir sind hier nicht bei Shopping Queen. Komm, musst du sagen, hier ist aber auch ein Konter. Wenn sie sich die ganze Zeit daran aufhängen, dass die so Hip-Hop sind und die mit dem Video ihre Klamotten und sowas sich drüber lustig machen, dann muss man auch mit sowas rechnen und dann ist das auch ein Konter. Und dann ist ja auch okay. Dann muss man da auch nicht hier irgendwie was, ne, erwarten. Ja, ich überlege gerade, wie ich das finde. Also du findest das nicht so, das sieht man ja in deinem Gesicht. Aber trotzdem musst du zugeben, da ist was. Ich glaube, das Problem ist einfach, wie er es rüberbringt. Also, ich glaube, Klaus hätte dieselbe Idee einfach vernünftig, mit einer vernünftigen Pointe rüberbringen können. Was Outfits bewerten? Wir sind ja nicht bei Shopping Queen. Das wäre schon viel, ganz anders gekommen und viel lustiger gewesen vielleicht. Aber auf jeden Fall fand ich so, wie er es rappt, nicht so richtig treffend, weißt du? Man muss auch mal festhalten, Klaus ist der beste Rapper, den es gibt. Klaus ist sogar der Na, das ist aber auch jetzt sehr unfair, alles mit ihm zu vergleichen. Das ist sehr unfair, ich weiß. Aber ich finde, Trill Fingers dürfte sich ruhig auch mal was von Klaus abgucken. Nee, ja, okay. Also, ja, ist ein Konter, aber... Einer war irgendwie noch am Ende vom Part. Okay. Einer, der für mich sehr offensichtlich war und den ich auch in Ordnung fand. Sollen wir da hinskippen? Mach mal ruhig. Du mach ihn nicht auf Mann, du stehst nach Fotze, wie du dich und das heißt am Arsch, dass die Gene... Du stinkst nach Furze wie eine Striptease-Stange. Das ist, ja. Mann, wie die alle nach Frauen riechen. Fandst du nicht so stark, ne? Nicht so stark. Ist auch für den YouTube-Zuschauer nicht so ganz nachvollziehbar, ob das stimmt, ne? Mit der... Ja. Immerhin sagt er keinen richtigen Namen. Ja, nicht zu viel Real Talk hier. Der, Kiefer-Protesen und hängst mit offenem Mund da, so wie Tiger-Trophäen. Doch es gibt noch eine Chance für euch, uns wieder zu sehen. 2013 auf den Viva-Komet. Habt ihr zwei das verstanden? Wir drei, die das Ganze geben den Tonen. Es wird Zeit, darunter auf Feind. Ich will auf Feind bleiben. Okay, also wir halten fest, die haben die Trillerpfeifenlein gekontert, weil man soll jetzt nach ihrer Pfeife tanzen. Mhm. Das ist nicht für mich kein Konter, das ist für mich ein Thema vorbeigewendet. Würde ich 5 geben beim Deutschaufsatz. Thema verfehlt. Sorry, aber... Ich glaube, ich darf nie nach Bremerhaven, die hauen mir sofort auf die Fresse, weil ich alles scheiße finde, was sie machen, aber... Generell. Also, darf ich halt nicht Bremerhaven gehen, ja? Ist halt so. Generell auch wegen deinem Outfit. Wo macht denn jemand Urlaub, der gar nicht nach Bremerhaven kann? Ja. Wir sollten auch viel mehr Weekend-Texte zitieren, einfach. Na, hört mir auf jeden Fall. Erstmal drauf achten. Gut. Ja, also ich, das ist halt ein Problem, wenn man
den Rapper sieht so und der macht seine Sache ja gar nicht schlecht. Ja. Aber es gefällt dir einfach nicht. Was willst du machen? Man kann das nur belächeln, was er macht. So. Er macht gut, er gibt sich Mühe, er ist nett und hat gibt Ideen. Gibt sich Mühe ist auch so ein richtig harter Satz, den man einfach mal so aus dem Mühe gegeben. Naja. Ja. Aber ist so. Ja. Er hat sich bestimmt Mühe gegeben. Und er hat auch Ideen, aber er kann noch nicht so richtig die Ideen super umsetzen, finde ich. Also ihm fehlt so ein bisschen das Talent, die Idee so einzusetzen, dass sie richtig in die Fresse geht. Das kann der noch nicht so richtig. Der macht das. Vielleicht muss er da einfach nur. Der macht das ja auch noch nicht so lange, der Koala. Bisschen mehr überlegen. Wie lange rappt der? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon 10 Jahre in der RBA. Das ist das große Problem. Auch ich, ich habe das Gefühl, bin ja in dieser jeder App-Szene auch Jahre nicht so drin, aber die gibt es halt schon wirklich lange. Echt, ja. Ich wette, ich habe ja mittlerweile das Gefühl, jeder Rapper, der so bei so einem Turnier mitmacht, der hat schon 10 Jahre in der RBA hinter sich. Ja, locker. Durchgehend. Und auch immer Hetzliga und. Immer. Wöchentlich Battles. Ich weiß gar nicht, wie die RBA abläuft, merkt man gar nicht. Hättet man so einmal pro halbes Jahr, glaube ich. Einmal pro halbes Jahr. Im Prinzip. Ja, guck mal. Hat er vielleicht wirklich noch nicht so viel Übung, weiß man nicht. Jetzt kam die Hook. Die Hook von GOT, die nicht so. Die war auch da. Wer ist er eigentlich? Wer ist er? Er ist Koala. Er ist Koala. Okay, stimmt. Der GOT ist der andere. Und Entenkopf weiß man nicht, wer ist. Fuck, wir hätten es vielleicht nachgucken müssen davor. Hätten wir nicht. Wir sagen, die Hook ist belanglos, ist das auch eine Bewertung? Ja, die Hook finde ich ziemlich belanglos eigentlich. Also auch dieses ohne uns hätte man euch niemals gehört. Ich finde sie aber nicht scheiße. Also ich finde sie nicht so, ich denke nicht, oh, jedes Mal, wenn die Hook kommen, will ich sie ist kein, sofort ausmachen. Ja, okay, sie ist kein nervendes Zwischenspiel so. Für den Track. Aber inhaltlich ist da nichts, oder? Also nee, gar nicht. Nee. Und ansonsten so vom Style her, wie die Hook gewirkt ist. Oh. Baumgartner-Style. Haben sie jetzt nichts falsch gemacht in der Hook, aber auch nichts, wo ich denke, yeah, das ist mein Hook. Nee, die ist da. Die ist da. Da ist auch eine Hook drin. Vom GP, ihr habt die Gewinner im Sicht. Bleiben umgeben vom Blättern, ihr führt uns nicht in das Licht. Und ihr wollt wissen, was im Morgen geht. Doch, kommt uns nicht her, zu kommen, die einzige Lichtblicke. Hier sind TF und die Märchen. Und so lieber Vocal-Effekte als 3 Minuten Störgeräusche. Diese Runde bringt die Kuppel rückwirkend die Wirbelsäule. Lass uns knacken, so wie Holzfäller an Kirschen. Wollen wir nur noch fick die Blockstürz. Bestimmen eure Merch-Verkäufe. Von dort, wo du stehst, hast du nicht mal ein Meinungsrecht. Manch ganz nicht vorhanden, warum gab's denn hier kein Eignungsrecht? Bitches werden kurz wie ein Heizungsleck und schärfer als ein Bayonett. Und wieder kommt das Raubtier hier aus der Höhle. Nach uns kriegt kein Hahn, wir machen keine Audios für Vögel. Die Maske ist ein Unikat, macht mich zur Deutschrap-Gottgestalt. Nach meinem Pass klingt ein Quark wie ein quakender Frosch mit Frosch im Hals. Echt deine Lines, die ihr bringt, habt ihr an eurem Style auf was. Kriegst du das richtig zusammen? Nach meinem Quark klingt dein Quark wie ein quakender Frosch mit Frosch im Hals? Und die Maske macht ihn zur Gottgestalt. Zu Deutsch wäre Gottgestalt. Ja, irgendwie so. Also auf jeden Fall einzigartig. Also ich finde ja eher, die Maske, boah, pass auf, Witz, ist zwar eine Ente, aber macht dich zum Affen. Baumgartner-Style. Okay. Damit kann man alles retten. Also, ja. Ich habe ja schon angekündigt, dass es ein Mörderwitz wird, ja? Also, der Part, ja. Wollen wir noch was zu sagen, oder? Merkursonne. Wir haben es gegoogelt. Haben alle die Merkursonne verstanden? Das war. Also wir mussten das erst googeln, damit ich das verstehe. Wir hängen zu wenig in Spielos rum, Mann. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte sowieso demnächst auch mehr in Spielotheken mein Geld verprassen. Vielleicht nicht immer nur Pizza kaufen, auch mal an Einarmigen. So viel Geld auf dem Kontostand gerade. Ich habe immer viel, viel Geld auf dem Kontostand. Ja, lass uns doch mal ein bisschen mehr in die Spielos gehen. Felix, wie findest du Spielos? Finde ich sehr gut. Siehst du. Und die Merkursonne-Line findest du? Ziemlich scheiße. Ja, also Ente, weißt du. Ja? War da noch was Gutes in dem Part so? Ich weiß gar nicht mehr, was er gerappt hat. Das ist das Problem. Von da, wo du stehst.
auch so eine lange. Weiß ich auch bloß noch, weil wir so lange drüber nachgedacht haben. Ja, stimmt. Von da, wo du stehst, hast du gar kein Meinungsrecht. Wir hatten zwischenzeitlich sogar rausgefunden, worauf sich das bezieht. Rausgefunden. Aber ja, weil hier der eine von den anderen auch irgendwas sagt, mit wo ich stehe. Ja, wo ich stehe, okay. Aber uns ist doch vorhin sowas aufgefallen mit diesem, dieses typische Schema von wegen, ich tue so, als würde ich kontern, indem ich ein Wort aufgreife, was du gesagt hast. Was? Bla bla bla. Ich mache so und so. Jetzt komme ich mit einem super krassen Vergleich. Und dann denke ich so, fick dich, du Hurensohn. Du hast nichts gemacht. Du bist ein Spast. Das sagt er natürlich nicht. Das tut mir leid. Es gefällt mir nicht. Kannst nicht einfach sinnlos Leute beleidigen hier. Das gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht so. Es gefällt mir nicht so. Das ist einfach nicht gut gekontert. Das ist für mich so. Ich habe da noch eine Line übrig, wo baue ich die ein? Ach, ich setze da irgendwas davor, was dann inhaltlich passt. Und ich reime mir den Inhalt zusammen. Das kannst du, weiß ich nicht, woanders machen. Jedenfalls finde ich es nicht clever. Ich habe mit dem Endpart wieder das gleiche Problem wie in der Hinrunde. Es ist alles, ich finde das alles nicht sonderlich schlecht, aber ich finde es für ein Battle nicht geeignet. So. Also er setzt sich hin, schreibt so Sachen. Ja. Dann ist das halt auch alles. Es ist halt Fakt. Also es ist alles nicht schlecht, auch wenn es so klingt, wenn wir sagen. Ja. Wenn du das sagst. Ich hoffe, ich mache das ein bisschen differenzierter hier. Wenn ich das sage, klingt das tierisch schlecht. So scheiße finde ich es nicht. Alles, was du sagst, klingt schlecht. Aber ich will halt eigentlich nur etwas loben, wenn es wirklich gut ist. Gucken wir weiter. Okay, komm mal, jetzt kommt hier noch Hook und nochmal D.O.T. ein bisschen, ne? Eigenes Kleid, ihr seid ja so kreativ, dass ich echt langsam glaub, man, ihr holt euch den Sieg. Ist das nicht ziemlich verstört und uns als Gegner hat euch doch niemand gehört? Guckt euch das Spiegelbild aus, lacht, was habt ihr? Nichts, was euch ausmacht. Für euch ist es Zeit rauszufliegen, 2000 Klicks gegen 250 Abos, man seit 2007 hier Punchline, offene Haare, ihr haut nicht. 2000 Klicks gegen 250 Abos seit 2007. Mhm. Können wir jetzt bitte auf YouTube eine Diskussion führen, was besser ist? Ja? Ich möchte das jetzt geklärt haben. Was ist besser? 2000 Klicks oder 250 Abos seit 2007? Wöchentlich 2000 Klicks. Wöchentlich 2000 Klicks meint er, ne? Aber sagt er nicht, ne? Er meint es, man muss die Hinrunde gehört haben, damit man weiß, dass er wöchentlich. Sagt er nur 2000 Klicks? Er sagt nur 2000 Klicks, ja. Hm. Oder? Sehe ich. Mal kurz zurückgehen. Wie ist er so weit zurück? Für euch ist es Zeit rauszufliegen. 2000 Klicks gegen 250 Abos, man seit 2007 hier Punchline. Ich möchte das jetzt geklärt haben. Bitte in den YouTube-Kommentaren, was ist besser? Dass du Sachen einfach selber nachguckst. Ja, wenn er wöchentlich meint, dann ist das natürlich besser. Weil 250 Abonnenten seit 2007. Ist schon nicht so viel, ja. Das, ja. Seit 2007 auch. Wie kommt es, dass wir nicht mal wissen, wie die Leute vom Plot heißen? Ich glaube, vielleicht, weil wir keine Ahnung haben. Und jetzt sind wir auch einfach komplett unqualifiziert, hier zu sitzen. Vielleicht wissen wir gar nicht, was Hip-Hop ist. Lass uns mal Felix hier hinsetzen. Ja, Felix, was sagst du zu 2000 Klicks pro Woche gegen 250 Abonnenten? Also ich finde, das kann man auch schon auf jeden Fall, also da kann man schon echt battlen mit so. Ja, das ist ja nun nicht seine Schuld, dass er damit battelt. Das wurde ihm eine Hinrunde hingeschmissen. So. Okay, das ist ein guter Punkt. Ja, also da kannst du jetzt nicht dem GOT sagen, hier, hör auf, das zu sagen. Ich sag dir, ey, du hast schon so oft GOT gesagt, ich weiß nach dem Part trotzdem nicht mehr, wie er heißt. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob er GOT heißt oder GOT. Ich glaube, alle haben mal zu ihm GOT gesagt. Ja, ich weiß aber nicht, ob das immer verarsche bei mir im Kurs. Okay. Wenn jemand, der heißt GOT, der hat auch beim Splash mitgemacht und so. Ja. Beim Splash und jetzt? Was? Was soll's? Deswegen kann er nicht GOT heißen. Ja, gut, mal weiter hier. War jetzt jedenfalls Punkte. Fand ich ein bisschen blank. Nee, wir aber sind gut. Noch gar nicht durch mit dem Part. Verdammt. Wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Na, Harry, ihr haut den Sprüche raus, auch in der gleichen Szene haben drei von euch eine Mütze auf. Ja, das ist ja auch seid mehr als nicht wert. True. In der Zeit könnt ihr auch. Was fandst du daran gut? Ich hab nicht gesagt, es ist gut, weil ich hab gesagt, es ist mir auch aufgefallen. Okay. In der einen Szene sagen sie noch, die echte Rapper haben ihr Haar offen. In der nächsten Szene tragen sie alle Mützen. Vielleicht ist es ja. Na, das ist nicht gewollt. Das ist nicht, das ist beim Schnitt passiert. Da hat keiner mehr dran gedacht. Hier, in der Zeit könnt ihr Querviertel lernen oder so. Aber auf sowas konnte ich doch nicht. Nein, natürlich nicht. Aber das ist ein netter Kniff.
Wenn der Rest der Runde schon vollgehauen ist mit. Wenn du da sitzt, wenn du seit 5 Tagen da sitzt, deinen 16er nicht fertig kriegst, weil dir noch 2 Lines fehlen, dann denkst du, an die Stelle, da setze ich jetzt aber. Guck mal, die haben alle 3 Mützen auf, nachdem er sagt. In den 16er? Ist so viel kürzer, oder? Keine Ahnung, aber selbst den kriegt er nicht voll mit vernünftigen Zeugs. Da frontet er lieber dann irgendwas, was völlig belanglos ist. Egal, ich rieche mich schon wieder zu sehr auf. TOT, du bist bestimmt cool, aber sorry, das muss nicht in den Text rein. Ah, cool. Nach dem bleiben mehrere Fragen bei mir. Die mich am meisten beschäftigt, ist, was sind Trefingers? Weiß ich nicht. Punkte! Ja, lass doch mal Punkte verteilen. Ich fänd's nicht fair, wenn ich jetzt in den einstelligen Punktebereich bei der Audio gehe. Das fände ich das nicht fair. Nee, das wäre nicht fair. Nee, nee, nee. Deswegen gebe ich 10. Krass. Das war nicht. Das war. Nee. Hat mir schon wirklich nee, es ist ein Konter, dann darf das auch ein Konter sein. Ja. Dann darf der mich auch unterhalten. Das wir sind uns einig, ein Konter ist immer leichter als ein Vorteil. Ja, denke ich auch. Weil im Konter hat man eigentlich eindeutig wenigstens was zu sagen, was zu erzählen. Im Konter hast du deine Lines ja im Prinzip schon da, du musst den Boss anders drehen. Ja, also im Konter sind die Ideen ja schon da im Prinzip. Die Vorlagen, woraus du was machen sollst, sind ja schon da. Wenn ich dann aus den Likes und aus den Mützen und aus den Frisuren nichts Vernünftiges rauskriege, dann muss ich mich halt nochmal eine Stunde hinsetzen. Dann muss man sich hinstellen und sagen, sorry, ich habe jetzt 3 Tage an dem Part gesessen, es fiel mir nichts ein, ich gebe auf. Audio 10, was soll ich machen? Audio 10. Wir fahren zusammen nicht nach Bremerhaven. Finde ich ein bisschen brutal, ich würde tatsächlich ein bisschen mehr Punkte geben wollen, wobei mir jetzt allerdings noch nicht so ganz einfällt, wofür. Also, tut mir leid, der Flow und so, der sitzt, also ich habe da jetzt nicht große Probleme mit. Das ist soweit, kann man, die haben das gut gemacht. Aber da ist so wenig zu holen, inhaltlich, dass ich denke, entweder habe ich wieder ganz vieles nicht verstanden, was ja durchaus sein kann, dann dürft ihr mich gerne erschießen. Merkur-Sonne. Ja. Oder es, also ich finde auch, wenn ich nach den Kontern suchen muss, ist es schlecht gekontert. Und mir ist kein Konter offensichtlich aufgefallen. So richtig. Wir haben über die Konter geredet, jetzt hier tun wir nicht so, aber ja, gut. Ja, aber wir mussten ja erst darüber reden, damit ich verstehe, was die meinen. Ja, du. Ich bin halt auch dumm, das tut mir leid, wir müssen immer damit rechnen, dass die Jury dumm ist. Ja? Dann wird hier extra so eine 10-Mann-Jury auserkoren und dann sind die auch noch alle dumm. Ja, das tut mir auch leid. Ja, Audio würde ich aber, was habe ich in der Hinrunde für die gegeben? Da haben die 30 gekriegt oder sowas? 15 von dir, glaube ich. 15, ja, keine Ahnung. Also das hier sind für mich jetzt so 12 Punkte, weil sind ja keine Flow-Fehler drin oder so. Das ist ja schon, man kann es ja schon nebenbei hören und sagen, ja, da ist Rap auf einem Beat. Da lief was, ja. Da lief was und ist okay. Aber mehr ist es auch wirklich nicht, finde ich. Das Problem, was ich vor allem in dieser Runde sehe, ist, dass die sich ja offensichtlich Mühe gegeben haben. Das ist immer ein großes Problem. Wenn das hingekackt gewesen wäre, ja, und man das irgendwie durchgeschieden hätte, ja, dann wäre das vielleicht image-technisch schon mal ein bisschen besser gewesen. Dann hätte mir das mehr, dann hätte das einen Sympathiebonus gehabt, aber. Jetzt hätte ich auch nicht für die Audio mehr Punkte vergeben können. Hätte ich nicht machen können. Was hast du gesagt jetzt? Das hätte mir besser gefallen. 12, ich sag jetzt 12. Okay, Video. Nimm mal ein bisschen, ich glaube, das ist jetzt schon über eine Stunde lang, der Scheiße. Locker. Ja, Video, keine Ahnung. Da habe ich jetzt auch irgendwie nichts Besonderes gesehen drin. Diesmal waren alle 3 vor der Kamera. Boah, Wahnsinn. Und ansonsten, 20 gibt es insgesamt fürs Video. Würde ich, glaube ich, wieder 10 geben. Nicht mal eine Hafenkulisse. Die haben sich ja bloß vor so eine Wand gesetzt, oder so voll so Poster und so waren. Ja. Da, Gott. Wisst ihr. Aber voll Hip-Hop auf jeden Fall. War viel Graffiti dabei. Glaube ich. Habe ich nämlich noch drüber nachgedacht, dass sie in Bremerhaven so eine Ecke gefunden haben, wo es voll nach Hip-Hop gut, war. Ich kann mich nur an Plakate erinnern. Vielleicht sind sie auch in eine andere Stadt gefahren, ein Filz-Video oder von einer geilen Graffiti. Ich find die Ente cool auf Videos, muss ich ja auch an dieser Stelle mal sagen. Ja? Also das finde ich, ich mag auch die Entenmaske tatsächlich.
Ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich finde das richtig behindert. Ich finde, man soll sich nicht so viel über Masken aufregen und das sollte Masken tragen. Ich finde das völlig in Ordnung, weil sie nicht nur. Finde ich auch. Nicht aber nur eine Entenmaske, die so aussieht, hätte jetzt echt nicht sein müssen in einem Hip-Hop-Video, finde ich. Also ich finde, das sieht nicht cool aus. Eine Lance Butters-Maske, da kann man sagen, ja, das passt zum Look des Videos. Und man kann auch sagen, Lance Butters hat Fame nur wegen der Maske, weil sie halt irgendwie auch punktet im Video. Aber die Entenmaske, also eher erntest du Hass dafür, finde ich. Nee, ich finde die Entenmaske cool. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser muskulösen Ente. Also würde mir die Ente so, ich hätte Angst vor dir. Ja. Und ich finde auch ihre Bewegungen im Video cool, so schwul das jetzt klingt. Aber ja. Ja, Kamera gerade abgekackt, macht 8 Punkte insgesamt für das Video. Kann gerade so im Reinfallen, vielleicht ist es noch... 8 Punkte für das Video. Ja. War fett, ich weiß gar nicht mehr, welches Battle es war, aber ja. Wir hatten viel Zeit zwischendurch, hier könnte sein, dass was getrunken wurde. Was getrunken wurde. Ja. Hier, Beatpunkt können wir noch vergeben. Ach ja. Verrückt. Du bist für Plot? 10 extra Punkte, ich gebe die gerne dem Plot. Ja, mache ich auch. Warum? Wollen wir da noch kurz kommentieren das und sagen... Das ist mehr mein Geschmack gewesen, war cooler. Irgendwie fand es hip-hopiger. Ja, ich glaube, das verwechselst du jetzt. Ich glaube, hip-hopiger war es schon bei den... Kann ich mich aber auch irren jetzt. Das ist halt einfach mein... Ich mag mehr so oldschool-mäßige Sachen, glaube ich. Und ich glaube, ich fand den von Plot ein bisschen besser. Der von TF war mir halt zu hart. Der war mir zu sehr getrimmt auf hier Battlebeat jetzt. Außerdem fand ich es auch schön und ich glaube, das spielt da jetzt auch rein, dass der Plot den Beat von TF verändert hatte mit den Gitarrenriffs. Das möchte ich hier gern honorieren mit dem Beatpunkt. So. War super. Das kann ich, weil die Gitarre spielen können. Weil die Gitarre spielen können. Trinken wir jetzt auch Neujahr? Ja, bitte. Ja, lass uns doch auch Neujahr trinken sonst. Genau, guck mal, jetzt haben wir hier sogar noch einen für Paul. Ah, der muss die ekelhafte Sahne trinken. So, frohes Neues, Jungs, ne? Auf schöne Runden im nächsten Jahr. Ja. Gebt uns böse, ja? Wenn wir uns beim Körper trinken. Schmeckt überhaupt nicht so gut, wie ich erwartet habe. Wenn ich jetzt rausgehen sollte, dann nur, weil ich dringend kotzen muss. Hey, Maske. Komm. Was? Natur? Ja, bitte. Ah. Nein. Lass doch ein bisschen laufen. Ich weiß nicht, wie man das wegschneidet. Das Video ist jetzt, glaube ich, 1 Stunde und 30 Minuten lang ungefähr. Na, das läuft bei uns, ne? Oh, das ist total widerlich. Wo muss man denn hier drauf drücken?